Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bioshock 2. Und in der letzten Folge haben wir ein bisschen wieder Leichen gesammelt, also Adam gefarmt. Tja, und jetzt... Gentunica-Slot 25, kann man damit nehmen, Plasmid-Slot, Scout, Zyklontrap, erschaffe Fallen, die Splicer in die Höhe wirbeln und sie auf dem Weg nach unten schwer verletzen. Naja, gut, wir haben aber noch eine kleine Little Sister auf unserer Schulter, die wir natürlich auch jetzt erstmal wieder wegbringen werden. Und natürlich sind wir ein bisschen herzerweichend und werden sie natürlich retten. So, damit hätten wir wieder 155 Blöcke. Na los, komm schon, Kleines. Geh nach Hause. Husch, husch. Ab ins Körbchen. Keine Zeit zum Spielen, Mr. B. Oh, mit der Hälfte. So, und da haben wir natürlich eigentlich unsere nächste Little Sister. Und ja, zwar noch wenig Schuss mit unserer Shotgun. Aber mal gucken, ob wir hier irgendwie was... Tja... Elektroball 2 betäubt mehrere Gegner mit der Macht des Kettenblitzes oder Abfackeln. Erleuchtet deine Umgebung mit der neuen Feuerbombenfähigkeit. Tja, oder Winterblast. Friere deine Gegner in einen Eisblock ein. Ich weiß gar nicht, hilft uns das vielleicht ein bisschen weiter? Hypnotisieren 2. Aufladen und Splicer rekrutieren. Oh, das hört sich auch gut an. Insektenschwarm. Lässt ein Schwarm stechende Insekten frei, die Gegner angreift. Eve-Schoner. Plasmide verbrauchen weniger Eve. Tja, was nehmen wir denn da Schönes? Elektrohaut. Du nimmst weniger Schaden durch Elektrizität. Du fügst bei elektrischen Angriffen mehr Schaden zu. Maschinenknacker erhöht den Schaden, den du... Das hört sich natürlich auch nicht schlecht an. Du nimmst weniger Schaden durch Elektrizität. Du fügst bei elektrischen Angriffen mehr Schaden zu. Kurzschluss. Deine elektrischen Angriffe setzen Sicherheitsgeräte länger außer Gefecht. Extra Nahrung. Du hältst ein wenig zusätzliche Gesundheit von Snacks und Bandagen. EZ-Hack. Hack. Die Hack-Erfolgszonen werden etwas größer. Aha. Kopfjäger. Deine kritische Treffer bewirken größeren Schaden. Tja. Wandelndes Inferno. Du nimmst weniger Schaden durch Feuer und fügst viel mehr Schaden zu, wenn du Feuer verwendest. Kameras und Geschütze brauchen länger, um dich zu erspähen. Tja, was nehmen wir jetzt? Elektrohaut? Du nimmst weniger Schaden durch Elektrizität, du fügst bei elektrischen Angriffen mehr Schaden zu. Oder machen erstmal... Lässt einen Schwarm Insekten frei. Tja, ist das jetzt gut oder schlecht? Oder auf jeden Fall, ich tendiere immer noch zu Winterblaster 2. Friere deine Gegner in einen Eisblock ein. Ob das was nützt? Ach, machen wir es einfach mal. Halte gedrückt, um deinen Eisblock aufzuladen. Frieren Sie Gegner länger ein. Achtung, Erkältungsgefahr. Okay, dann haben wir das erstmal. Und ich glaube, wir holen uns noch den Eve-Schoner dazu.
Oder vielleicht noch ein Plasmid-Slot. Ja, holen wir uns noch einen Plasmid-Slot dazu. Genau, dann können wir hier diesen, nee, nicht Köder, hypnotisieren. Köder. Ah, dann nehmen wir noch hypnotisieren dazu. Und dann, tja, dürfen wir eigentlich ganz gut. Ja, das kennen wir schon. Erstmal ausgerüstet sein. Beeilung, Mr. B. So, wo war das nochmal, wo wir den Plastik wechseln können? Ich mach dich wieder los, wie eine Feder. Auf jeden Fall habe ich hier mal ein bisschen die Grafik hochgeschraubt, um zu gucken, wie weit wir gehen können, damit das doch ein bisschen besser rüberkommt, das Spiel. So, jetzt versuche ich mal die Panzerbrechermunition und diesen... Komm, Mr. B, wir verpassen noch für die Engel-Tanzen. Du hast mich gerettet, Mr. Bubbles. Wer mag denn dieser Lenz-Lampe noch besorgen? Ihr werdet sich verkochen. Aber wir haben hier immer noch... Lenz, du Erbitter, ich kann doch nicht sagen. Leiche. Och, ey. Nein. Tja. Mann, ey. So ein Arsch. Tja. Ich glaube, den Kampf gegen den Big Daddy, den können wir uns sparen, oder? Oh, wie will der Penner, ey. Ja, okay, auf zum Leader Chamber. Ja, das passt ja gerade ganz gut, wann mit er schläft. Was? Ja. Ja, und da war schon bestimmt wieder das nächste, die nächste auf uns, wa? So, können wir uns hier noch irgendwie vielleicht was kaufen? Genau, hier ein bisschen Schrot auf jeden Fall. So, und dann nochmal ein Auto-Hack-Pfeil. Und noch einmal Schrot. So, dann dürfen wir erstmal wieder ganz gut bestückt sein mit unserer Schrotknarre. Und jetzt... Hab ich ja falsch rum gemacht. So. Okay, laden wir das nach? Ne, ist schon vollgeladen. Gut. Tja. Würde ich mal vorschlagen, gehen wir erstmal hier in dieses Café rein. Was? Boah, da ist schon wieder eine Leiche drin. Ja, genau. Lassen wir sie mal von dem Big Daddy fertig machen, was? So. Wenn er das nicht hinpacken kriegt, dann machen wir das eben halt. Oh, sing mir ein Schlaflied, Mr. Bubbles. Wie, ist der jetzt müde oder was? So, dann erstmal nochmal hier durchgehen. Oh, so viel Angst. Oh, Scheiße. Und ich werde der King bleiben. Der Curry King? Das hat ja gut geklappt eben. Oh, dann nehmen wir erstmal hier. Boah, was soll das? Mein Eigentum stehen! Wow. So, ist hier noch eine? So, hier ist erstmal noch keine. Oder war das dein Ernst? Scheiße, ey. Komm. Damit ich dich in einen Eisblock verwandeln kann. Das wird dir leid tun, wenn ich dich finde. Oder dir. Ist der das war schon? Na, das hat sich ja echt gelohnt. Wo ist denn der? Ach, da läuft er. So, und jetzt, was können wir machen? Cool. Das macht ja noch mal viel mehr Laune. Schneller, Mr. B. Ist hier noch eine? Ne, die ist tot. Gott.
Sonst nicht mehr gefällig. Oh, ein Verbandskasten. Cool. Den brauchen wir unbedingt. So, ist hier noch irgendwo vielleicht noch eine Heilungsstation oder sowas in der Art? Scheinbar nicht. Okay. So, haben wir noch irgendwas in der Bar oder so? Ein bisschen Klavier spielen? Dann erstmal nachladen. Hier ist noch ein Splice. Ah, hier ist eine Heilungsstation. Das ist gut. Ist hier noch irgendwas? Irgendjemand? Irgendwer? Halt, da war gerade irgendwas zum... Achso. Bohrertreibstoff. Yeah. Was liegt hier noch? Ein bisschen Geld. Ah, 5 Dollar. So, was haben wir noch in der Registrierkasse drin? Okay, jetzt haben wir wieder ein bisschen 100. So, dann hacken wir... Ach ne, warte mal. Dann gucken wir uns erstmal hier um. Oh, falschen Knopf. So nicht. Da. Okay, tauchen wir hier erstmal alles auf. Geht das? Ah, okay. So, dann haben wir noch ein paar schwere Nieten und ein Tonband. Und eine E-Spritze. Und Geld. Und irgendeine Tompe. So, das ist eine Leiche. Boah, wie viel Geld wir auf einmal hier finden, wa? Waschbecken benutzen? Nein. Der Rumpler. Ja, Mr. Tonband. Oh. Mom hat ein neues Sicherungssystem, damit ich nicht mehr zu Amir und den anderen Kindern kann. Aber Sicherheitssysteme sind auch nur Drähte und Lötstellen, genau wie du. Und wir sind ja jetzt gute Freunde, oder? Jedenfalls, Amir hat ein ganzes Buch über die Oberfläche. Da ist Indien drin und Irland und alles andere. Ja, genau, Mr. Tonband. Wenn du es wissen willst, ich finde Amir ziemlich hübsch. Für einen Hundefresser. Oh nein, Rückzug! Eleanor, komm sofort zurück! Hm, okay. So, jetzt können wir uns das anhören. Die Verluste an Little Sister sind nicht mehr hinnehmbar, seit Big Daddies niedergemacht werden wie Elefanten von einer Meute Hyänen. Als Reaktion darauf haben wir mit der Produktion eines neuen Big Daddy-Modells begonnen. Spitzname Rumbler. Er verschießt hochexplosive Munition, um Gruppen von Splicern zu zerstreuen. Dann folgen kleine automatische Geschützsalven, um den Rest auszuschalten. In unseren Tests erwiesen sich die Rumbler als hocheffektiv, auch wenn sie eine ziemliche Sauerei hinterlassen. In Raptures Rüstungswettlauf sind es nicht nur die Splicer, die sich weiterentwickeln. Okay, gut, dann haben wir uns jetzt erstmal einmal Phosphorschrot geholt. Auf jeden Fall werden wir versuchen, da draußen den Big Daddy. So viel Ehre, Mr. B. Zeit fürs Bettchen. Geht nicht, wa? Bisschen leise, die Jukebox. So viel Ehre, Mr. B. So, wo hatten wir denn uns jetzt hier. Wo hatten wir jetzt hier unsere Heilungsstation? Ist da was drinnen? Nee. Wo waren jetzt nochmal diese Heilungsstationen gewesen? Scheiße! So, gehen wir nochmal hier durch. Dann waren wir, glaube ich, hier rechts. Oder waren wir hier links gegangen? Da steht noch... Oh, wie kommen wir denn jetzt hier rein? Geht das nicht auf? Ach, wieder von oben. Okay, gut. Dann weiß ich Bescheid. Denke ich mal. Hoffe ich mal. So, wo
Wo war nochmal die Station? Hier war es auf jeden Fall nicht drin, ne? Nein. Oh, da haben wir noch einmal Bohrertreibstoff übersehen. Oh, aber wir sind wieder voll. So. Jetzt sind wir gegen die Wand geprescht. So. War denn nochmal diese Station jetzt hin? Hier war sie nicht, ne? Ne. So, aber wir sind auch hier rausgekommen und sind da nicht rein. Ach, da ist sie. Ach, habe ich sie wieder übersehen. So, dann wollen wir mal hacken. Ach. Okay. 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 Gut. So. Haben wir noch ein Heilungspaket. Und einmal heilen. 4-9 und kaputt. So, jetzt haben wir wieder 3 Verbandskästen, das ist gut. Denn. Ne, ich falsche. So, einmal hier und. Na, da ist auch noch ein Splicer. Ich sehe ihn doch schon wieder. Was ist das denn? Big Daddy oder was? Wir haben noch einmal 50er Munition. Ist hier noch was hinterher? Hey, das habe ich gesehen! Du verdammter Betrüger! Was hast du gesagt? Scheiße. So, dann holen wir erstmal hier noch was Geld, die E-Spritze, Phosphorschrot, noch ein Verbandskasten, yeah. Jetzt reicht. Mir reicht schon die ganze Zeit von dir. Glaubst du kannst mich übers Ohr hauen? Komm her! Ah, cool. Der ist tot. Hahaha, geil. Oh. Scheinbar. Da kommt noch was. Und noch mehr. Ach, der Schrank war leer, okay. Oh! Oh! Ich zerlege dich in Fleischteile! So, selbst das! Diese Fertigkeit gefällt mir jetzt schon ganz gut. Ich denke mal, beim nächsten Mal nehmen wir dann mal das Abfackel 2. So, wenn die den jetzt raus hier oder werden wir von den Geschützen jetzt auch noch. Ne, die Geschütze gehören immer noch zu uns. Das ist gut. So, haben wir dann noch hier? Noch ein Ascher. Was haben wir hier noch Schönes? Gut, das Geschütz ist kaputt und gucken wir mal. Für 10 Dollar zocken. Hier, yeah, 25 Dollar, cool. 10 reingesteckt und geht das hier mit dem Automaten oder? Oh. Daneben. So, nochmal. Jackpot. Cool. Also könnte man hier bestimmt die ganze Zeit dranhängen und
Winner, Winner, Chicken Dinner. Coole Sache, das mit den Spielautomaten. Das ist ein nettes Gimmick hier in dem Spiel. Also kann man so sich auch ein bisschen Kohle dazu verdienen, wie? Oh, da haben wir verloren. Hm, da mit der Laune. Na gut, dann machen wir erstmal weiter. Und gucken wir mal, was dieses Tomat ist. Plus Meat, die Lieferung. Hör zu, mein Lieferant hat eine neue Lieferung Plasmide reinbekommen. Die müsstest du mir aus dem Labor auf der Head-on-Blase abholen. Es gibt einen versteckten Schalter, um die Hintertür zu öffnen. Er befindet sich unter der Registrierkasse vorne im Laden. Okay. Und pass auf, dass dich niemand sieht. Sonst wimmelt's dort im Handumdrehen von Splicern, die was abhaben wollen. Die Bar hat geschlossen. Ach so. So, weg ist er. Keine Zeit zum Spielen, Mr. B. Mehr Elden für Big Sister. Ich hoffe mal, da kommen wir auch noch rein in diesen Raum. Ja, adoptieren. Komm. Oh Mann, ey. Hätte ich mir mal die Heilungsstation hier noch überlassen sollen, wa? Naja, zumindest sind wir jetzt hier unten wieder und können diesen Knopf unter der Registrierungskasse. Ist denn hier irgendwo was? Hier soll irgendwo ein Schalter sein. Oder für eine Geheimtür? Wo waren der nochmal? Hier ist irgendwie kein Schalter. Hm. Da vielleicht? Da ist keine. Ist das ein Knopf? Auch kein Knopf. Da ist auch nichts. Da ist auch kein Knopf. Hm. Komisch. Wo soll denn der sein? Hören wir uns das mal nochmal an. So, mein Lieferant hat eine neue Lieferung Plasmide reinbekommen. Die müsstest du mir aus dem Labor auf der Head-on-Blase abholen. Es gibt einen versteckten Schalter, um die Hintertür zu öffnen. Er befindet sich unter der Registrierkasse vorne im Laden. Und pass auf, dass dich niemand sieht. Sonst wimmelt's dort im Handumdrehen von Splicern, die was abhaben wollen. Hm, na wo? Weil hier ist nirgendwo. Ein Schalter. Oder wo meint er das? Vorne im Laden. Ich muss mir das hinter die Ohren schreiben. Ich bin der Mann im Haus. Und das heißt, sie muss mich benehmen. Ich verzieh mich. Du verziehst mich. Ha. Ich verzieh mich. So, wo ist denn dieser Schalter denn jetzt hier in dem Laden? Unter der Registrierungskasse im vorne im Laden. Aber wir sind doch hier vorne, oder? Oder wo soll der Schalter sein? Ich
erkennt ihn, was über ihn passieren wird. Was? Wo ist denn der jetzt? Auf jeden Fall kommen wir hier rein, wenn wir in ein Loch springen und... Aber wo soll denn der Knopf sein? Sag mal. Erstmal gucken, ob wir hier irgendwie... Riechst du das Adam, Daddy? Ah, da drüben! Da draußen irgendwo. Ich muss runtertauchen! Gut, der ist leer. Unter der Registrierungskasse im Laden. Aber hier ist nirgendwo ein Knopf. Bist du ein Knopf? Du bist kein Knopf. Nein. Auf jeden Fall da oben haben wir einmal was. Und... ist auch nichts drin. Alter, ich kann da jetzt nicht die ganze Folge nur damit verbringen, diesen dämlichen Knopf zu finden, oder wie? Also hier unten scheint der Knopf nicht zu sein. Und was ist hiermit? Ah, okay. Ich glaube, das Ding müssen wir hacken, oder? Die Türsteuerung. Das machen wir mal mit einem normalen Hackpfeil. So, haben wir das Ding gehackt? Die Tür ist auf, ja. Okay, gut. So. Och. Blöde Kiste, hau ab. Ist hier noch was? Irgendwo was? Haben wir hier noch was? Nee, ne? Hier ist nichts mehr. Oder? Nur noch im Kühlschrank. Paniten. Wir haben noch eine Eve-Spritze. Rosenfleisch. Uah, kommst du her? So, Frischwasser. Rosenfrüchte. Sardinen. Rosenfrüchte. Oh. Warum fällt denn das alles runter hier? Oh, und jetzt haben wir noch einen Safe wieder. Mal gucken, ob wir den gehackt kriegen. Das war sowas von klar. Hilfe! Ja, ja, ja. So, sind beide weg? Sind beide weg. Nein, 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 schon wieder hier. Weg, jetzt kann der Alarm auch langsam aufhören, mal wieder. Och, leck mich jetzt am Arsch, ey. So. Meine Güte, ey. So ein Drecksscheiß, ey. Zwei Verbandskästen wieder. Gut. Und da liegt noch ein Verbandskasten, so wie das ausschaut. Uah. Ist hier noch eine? Nee, ne? Gott, hier ist keine mehr. Ach ne, sind Sardinen, sind das? Oh Mann. Dosenfleisch, Dosenfleisch. Ist hier noch was drin? Ja. Schon noch ein bisschen Bohrertreibstoff. Ist hier im Fass was drin? Ne. Na, der läuft doch bestimmt hier irgendwo rum, ne? Oder? So, dann haben wir noch tiefer Fall. Und eine Waffenupgrade-Station. Yeah. So, was nehmen wir denn noch Schönes? Ladestreifen, größere Nebenpistole, Treibstoffeffizienz für Bohrer. Kühldüsen ölen den Bohrer, sodass der Treibstoffverbrauch verringert wird. Erhöhte MG-Schaden.
Ein Stabilisationszylinder reduziert den Maschinengewehrrückstoß, sodass akkurateres Schießen möglich ist. Ja, nehmen wir erstmal den, wa? Cool. Ein besserer Rückstoß. Ich liebe die Siren Alley. Hier erfüllt man sich die Wünsche, die einem eher peinlich sind. Selbst in einer Stadt ohne Gesetze. Aber das ist nicht der Grund, wieso ich das Viertel mag. Ursprünglich war das hier das Baumeisterviertel. Nur Bauunternehmer und Architekten. Grundanständig. Und ich finde es eben immer spannend, wenn einer aus der besseren Gesellschaft im Dreck landet. Wie viele der Damen hier hatte auch die Siren Alley früher einen seriöseren Namen. Aber an den erinnert sich heute kein Mensch mehr. Shit. So. Das Ende im Gelände hier. Der hat meinen Anzug versaut. Den habe ich gerade erst reinigen lassen. Was soll der Scheiß? Wo ist denn der jetzt? Ich bin gar nicht wahr geworden! Wo ist der Fischer denn hingelaufen? Ist der weg. So, jetzt kann ich endlich in die Munition schnappen. Brauch eine neue Strategie! Alter! Schwächling! Selbst das Mädchen hier ist stärker als du! Wo ist denn der jetzt? So, jetzt ist aber Ruhe hier, oder? Ah, draußen lauert schon wieder ein Big Daddy. Da ist nichts mehr drin. Ah, die Knarre jetzt von hier. Ah, ist mal wieder weg, wa? So, nehmen wir die noch. Ach, da ist ja eine Little Sister. Die Bösen sind weg, Mr. Bubbles. Dank mir. Mr. Bubbles! Komm endlich! Boah, scheiße. Dann haben wir hier doch noch mal. Big Daddy's Forschungserhöhter Schaden plus. Big Daddy ist anfällig für panzerbrechende Kugeln. Wow. Yeah. Scheiße. Okay. Naja, gut. Gut, machen wir ab hier mal eine kleine Pause und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Bioshock. Und bis dann, haltet die Ohren steif, Leute, und ciao.